Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Bin mal ein bisschen durch die Quartiere der Diener durchgelaufen und habe ziemlich viele Tote davon gefunden. Hier ist irgendwo so ein Venatori Harlequin Meuchelmörder unterwegs. Und Blackwall steht mir im Weg. Ich verpiss dich. Bitte. Und ich finde den scheiß Weg da nicht. Hier bin ich falsch. Es ist irgendwo in die Richtung, aber es ist halt auch über mir. Da ist noch ein Buch. Yeshavis Mother of Orlais. Ist mir auch egal. Oh, Treppen. Ach, bin ich ein Vollidiot. Die sind aber auch gut versteckt gewesen. Das war mal ein Überraschungsangriff. Wunder. Gain access to the vault. Okay, find a missing key. Noch irgendwas? Nö. Read plug. 875 blast, okay. Was auch immer. Okay. Elven Locket. Stored away in a palace safe. Unwisely. A token of affection from happier times. Selim must still care for Briala. Das hilft mir auch nicht, diesen Spasti da zu finden. The Grand Apartments. This wing once served as home away from home for members of House Valmont's four cadet branches, but it has fallen into disuse since Emperor Florian's reign. The late Emperor would not allow relatives more distant than his siblings into the Winter Palace. For years, the entirety of the Grand Apartments was closed off. Wisst ihr Bescheid? So, ich muss jetzt nicht nach da, sondern nach da. Schaut mal her, Freunde. Bonjour, mes amis. Ich schmecke euch giftig. Und ich... Das ist der Hammer, wie das reinhaut. Ich wollte sagen, ich führe noch einen kleinen Tanz mit euch auf. Und auf einmal ist es dunkel. Knife in the head. Inquisitor Kadash. What an historic moment. The first Carter thug in all Thedas invited to court. We das ist dann wohl Briala. I'm Ambassador Briala. Hello. Nein, nice shot. Impressive shot, Ambassador. Welcome to the Imperial Court, friend. This is our diplomacy at work. You clean this place out. We'll take a month to get all the Tevinter blood off the marble. I came down to save or avenge my missing people. But you've beaten me to it. Blut so, verspritzt, ey. The Council of Errol Zemestry in the courtyard. That's not your work, is it? Nope. Ja, ich würde mal auf den tippen. Gaspard killed him, I think. The knife has a Chalon crest on the hilt. I knew it. I knew he was smuggling his chevaliers. But killing a council emissary? Bringing Tevinter assassins into the palace? Those are desperate acts. Gaspar must be planning to strike tonight. Ja, jetzt spielen wir das einfach mal mit. Es muss ja nicht heißen, dass er es war. Aber es deutet erstmal alles drauf hin und wir sind einfach mal quick to conclusion. Wie auch immer man das jetzt am besten auf Deutsch übersetzt, so als Sprichwort. Are you sure he's behind this? He was too easy going for a man plotting treason. Don't let his charm blind you. He's illusion. That smile is his mask. I misjudged you, Inquisitor. You might just be an ally worth having. What could you do with an army of elven spies at your disposal? You should think about it. Oh. Das hört sich definitiv mal spannend an. A moment of consideration.
I know which way the wind is blowing. I'd bet coin that you'll be part of the peace talks before the night is over. And if you happen to lean a little bit our way, it could prove advantageous to us both. Just a thought. Does it seem strange that every single person at this party has tried to bribe us? It's the game, my dear. Everyone plays it here. Da war aber viel. Also diesmal bis jetzt noch am sympathischsten. Und ich hätte auch gesagt, das passt hier zu unserem... Na scheiße, jetzt habe ich den Müll mit aufgehoben. Zu unserem Helden. Ja, das ist okay, das nehmen wir mit. Das verkauft sich auch ganz einfach. Ich denke, das kann man machen. So, was haben wir jetzt denn hier noch? Hier gibt es ja noch ein paar Wege. Das wäre... Ballroom, Confront. So. Viele Römer führen zum Weg. Gut. Ich habe jetzt hier noch 44 Court Approval. Mad Emperor Reveal. Das ist mir Wurst. Wurst ist mir das. Jetzt lasst mich mal nochmal schnell hier zurückwackeln, ob ich auf die andere Seite des Flügels auch noch komme. Aber... Also ich meinte jetzt darüber, aber das schaut nicht so aus. Na gut, ja, dann nehme ich jetzt aber auch... Moment, was ist der kürzeste? Den Weg hier vielleicht... Jetzt bin ich ja gekonnt im Kreis gelaufen. Moment, ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Moment, hier komme ich nicht rein. Soll ich vielleicht einfach aus dem Fenster springen? Ich muss die Treppen finden. Das war jetzt eigentlich der Plan. Wie finde ich die Treppen? Das war dieser Safe? Nein, hier sind keine Treppen. Hier sind Treppen. Da. Ey, die sind doch auch... Findest du eigentlich total offensichtlich, aber doch irgendwie gut versteckt. Einfach weil es dunkel ist. So, jetzt schauen wir doch mal. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten wieder raus? So nicht, so nicht, so nicht. Ah! Ich tanze auf den Tischen! Oh, ich habe mich echt total verfranst, ey. Shit, Krom. Ganz da oben geht's. Hello? Elven Agent. You're in your debt, Inquisitor. Hab ich gern gemacht. Ding dong, man ruft nach uns. Explore the trophy room? Aber das war doch hier. Nö, kann ich mit euch noch reden? Nicht springen, reden. Is it true what they say? You're the Inquisitor, are you not? We heard stories of your accomplishments. I'd wager I have better tales than anything you've heard. I told you, Philippe. Not everyone fights an archdemon and lives to tell. It's an inspiration. If you like, Commander Cullen could give you all the details of that battle. He's in the ballroom. Really? But I shouldn't leave my post. Ich erlaub dir das, du darfst es. Philipp, the world is coming to an end. If we don't hear this story now, we'll never have a chance. You're right. Thank you, Inquisitor. Let's go. Gute Einstellung, Jungs. Gute Einstellung. So, Tür auf, ich muss hier noch. Wieso muss ich. There must be something here. Warum macht denn der das jetzt immer zweimal? Hab ich die jetzt aufgenommen? Ich hoffe es doch mal. Trotz Hüpferle. Orders. Move in on the western wing of the palace when I send you 3 shots of brandy, not taking any chances. Gaspar. Aha. Sag bloß, der hat wirklich hier irgendwas am Laufen, der Schlingel. So, nachdem mein Court Approval wieder auf über 50 ist, gönne ich mir das jetzt hier auch mal hier weiter rumzukaspern. Das ist langweilig. Okay. Ja, wenn das jetzt hier schon alles war. Ne, warte mal. Take.
Na eben. Oh. So. Ja, 12:30. Ich meine, ich... Huch. Werde mich da jetzt nicht übermäßig anstrengen, da alles zu finden. Ich denke, ich bin jetzt so weit, dass ich hier langsam mal die Story weiter vorantreibe. Ich meine, ich bin jetzt hier in der 6. oder 7. Folge. Also, wird mal Zeit, oder? Inquisitor Kadash. We met briefly. I am Grand Duchess Floriane de Chalon. Welcome to my party. Why am I not at all surprised that you want to see me now? This is Orlais, Inquisitor. Nothing happens by accident. I believe tonight you and I are both concerned by the actions of a certain person. Come, dance with me. Spies will not hear us on the dance floor. No. I don't care what the spies overhear. You should. They report your every look and gesture directly to your enemies. Come. I've never thought the Carter could tell one human from another. Just how much do you know about our civil war? What do you think I ought to know? My brother and my dear cousin have been at each other's throats for too long. It took great effort to arrange tonight's negotiations. Yet one party would use this occasion for blackest treason. The security of the Empire is at stake. Neither one of us wishes to see it fall. Es hat ein bisschen was von einer Folge Firefly, wo Malcolm mit, wie heißt sie denn? Ja, mit der Frau, die sie auch Ambassador nennen. Die auch in Deadpool mitspielt und in, ach. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber da gibt es auch so eine Szene mit einem Ball, wo viel getanzt wird und die zwei unterhalten sich und, ja, wie es halt immer ist, streiten sie sich auch gerne mal. Daran muss ich jetzt gerade ein bisschen denken. Mir fällt jetzt echt der Name nicht ein. Verdammt, ich habe das schon so oft angeguckt. Na, jetzt lasse ich den mal hier nicht in seine blöden Position. Da steht er. The security of the area is at stake. Neither one of us will see it fall. Do we both want that, Lady Floriane? I hope we are of one mind on this. In times like these, it's hard to tell friend from foe. Is it not, Your Grace? I know you arrived here as a guest of my brother, Gaspard, and have been everywhere in the palace. You are a curiosity to many, Inquisitor, and a matter of concern to some. Am I the curiosity or the concern to you, Your Grace? A little of both, actually. This evening is of great importance, Inquisitor. I wonder what role you will play in it. Do you even yet know who is friend and who is foe? Who in the court can be trusted? Ach, einfach hier Frage mit Gegenfrage beantworten. An excellent question. I might ask the same of you, Your Grace. Keine Antwort. Mhm. Weißt du Bescheid? In the Winter Palace, everyone is alone. It cannot have escaped your notice that certain parties are engaged in dangerous machinations tonight. Ach was. I have seen a few signs to that effect. You have little time. The attack will come soon. You must stop Gaspard before he strikes. In the Royal Wing Garden, you will find the captain of my brother's mercenaries. He knows all Gaspard's secrets. I'm sure you can persuade him to be forthcoming. We'll see what the night has in store, won't we? Inara heißt sie. Inara. So, das ist der Charakter. Die gute Frau, mit der sich der Malcolm immer streitet. We should take you dancing more often. The Duchess had some interesting things to say. Of that, I have no doubt. Were you dancing with Duchess Floriane? More importantly, what happened in the servants' quarters?
I heard there was fighting. I hope you have good news. It appears the peace talks are crumbling. Super, das ist alles richtig, verflixte Axt. Morrigan helped me get into the servants' quarters, where I found a group of Venatori and Gaspard's dagger. The man would truly do anything to become emperor. Then the attack on the Empress will happen tonight. Warning Celine is pointless. She needs these talks to succeed, and to flee would admit defeat. Then perhaps we should let her die. Now we're talking. You have an idea, Liliana? What Corypheus wants is chaos. Even with Celine alive, that could still happen. To foil his plan, the Empire must remain strong. This evening, someone must emerge victorious. And it doesn't need to be Celine. She's right. Do you realize what you're suggesting, Liliana? Sometimes the best path is not the easiest one. Ich kann noch eine Frage stellen, bevor ich mich hier auf irgendwas festlege. Okay. You're asking me to decide what's best for Orlais. More than that, whoever controls the Imperial throne will affect all of Thedas. You cannot stop Corypheus without a decision. You must support someone, or all is lost. Then we should support Celine. She is the rightful ruler. Why would we say otherwise? Because she led Orlais to this point. I say Gaspard, provided his sister is wrong about him. I would suggest Briala. She could bring true peace, not only to the Empire, but also to its elves. This is, however, your decision, Inquisitor, not ours. Natürlich. Ja, ich hab's ja schon gesagt, ich fand die eigentlich bis jetzt noch mit am besten von allen, so am sympathischsten. Und ich glaube, die passt auch noch mit am besten zu unserem kleinen Helden hier. Und wenn Liliana mit ihrer bezaubernden Stimme das sagt, ach, dann muss ich sie einfach unterstützen. How should I support Briala? I assume she can't be Empress. She can't. She can, however, be the power behind the throne, with Gaspard. True. She could never control Celine, not with their history. So Celine dies and Gaspard takes the throne. Briala would need a way to control him, some kind of leverage. What did Duchess Florian tell you? She said Gaspard's mercenary captain is in the royal wing, that he knows about the assassination. Which could be a trap. Or a lead. Either way, you should search the private quarters in that wing for clues. Then get me access. And in the meantime, get your soldiers into position. At once. Be careful, Inquisitor. Na freilich. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Okay. Speak with Ambassador Briala. Wo versteckt sich denn die gute Frau? Das ist das Mercenary-Zeugs. So ein bisschen Zoom wäre auch schön. Na gut, dann nehmen wir das hier. Bull, Liliana, Cullen, Josie, Vivienne. Die ist aber nicht mit eingezeigt. Eingezeichnet. Naja, ihr wisst schon. Wie soll ich mit der reden, wenn ich nicht weiß, wo die ist? Wie soll das funktionieren, Leute, hä? Oh, Moment, was war hier? Eine Tür. Ist das wirklich das, was du mir zeigen willst, Spiel? Nicht zufällig irgendwas hier hinten versteckt zum Aufsammeln? Ach doch. Total bescheuert. Na gut, ich muss, wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn da hin? Fragen wir mal so. Bin ich denn hier? Main Level? Royal Wing Entrance? Royal Rooms? Das ist gerade echt nicht hilfreich. Na, super. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht von da drin aus zu erreichen ist. Ja, wisst ihr was? Nee, noch nicht. Ich mache jetzt noch die 2 Minuten, wie ich das eigentlich sonst immer mache. Da vorne kann ich auch noch irgendwo hin. Moment.
Okay, hier kann ich nochmal lauschen. Dann mache ich das doch. Well, that's useful. Well. Go to Royal Wings, ah, da haben wir es doch. Okay, das dauert jetzt wieder ein bisschen mit dem Laden. Dann hätte ich gesagt, verabschiede ich mich von euch. Nee, doch nicht. Dauert doch nicht lang mit dem Laden. Aber ich verabschiede mich trotzdem gleich mit euch. Von euch, nicht mit euch. So, hier mal bitte ordentliche Rüstung. So, wer war das? Das, ach, dass man diesen Kram jedes Mal machen muss. Bull. The B-Wall. So. Sind wir auch waffentechnisch ausgerüstet? Nö. Der mal wieder nicht. Vivienne hat, Bull hat. Alles klar. Jetzt aber. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann vermöbeln wir die.